Hallo und willkommen zu Mystic Quest Let's Play. Wir sind schon in der Folge 9. Wir haben in der letzten Folge, oder beziehungsweise ich war etwas verpeilt. Und deswegen konnten wir in der letzten Folge noch nicht die Medusa besiegen. Ach, die Amanda ist mal wieder hilfreich mit ihren Dolch, sehe ich da gerade. Und wir müssten jetzt eigentlich strack auf den Weg zur Medusa sein. Mal gucken. Ja, gerade der. Da war, wurde ja getötet. Ich schätze mal, das Silberschwert, genau. Gegen diese Untoten ist sehr stark. Guck mal, es geht noch einen runter. Das hätten sie hier aber auch sparen können, würde ich sagen. So, hier den Schatten, den kann ich ja auch durch das. Boah, also die machen echt sau viel Schaden. Na ja, komm. Komm her. Na? Ja. Okay. Es geht raus. Okay. Dann ist es bestimmt nicht mehr weit, nehme ich mal an. Ich rüste mal hier ein Lebenswasser aus. Ich kann. Ja, nehme ich ja schon mal zwei. Damit ich hier auch mit voller Power reingehe. Weil ich habe so das Gefühl. Das wird gleich gehen. Und diese Lebenswasser, den muss ich eh mal langsam aufbrauchen. Die verstopft so ein bisschen mein Inventar. Oh, ja. Ich habe mal richtig geraten. Medusa. An diesem Orte wirst du für immer ruhen. Eieiei. Ich hoffe ja nicht. Oh, okay. Schlangen. Ja. Die Amanda ist sehr hilfreich. Okay. Oh. Fels. Eieiei. Ich muss am besten wahrscheinlich irgendeine Position finden, wo sie nicht hingelaufen. Kommt schon wieder Fels. Ach, stimmt. Ich kann ja die Amanda fragen, dass sie mich befreit. Ja, sehr schön. Ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, eher eine Waffe mit einer langen Reichweite, würde ich sagen. Also nehme ich hier mal die Kettenwaffe. Okay. Ach, schon wieder. Ja. Ja, sehr schön. Also die Amanda ist mal sehr hilfreich. Ja, ich sehe schon, das wird hier sehr lebensmäßig. So. Ja. Okay. So langsam kriege ich den Groove hin. Die Amanda war auch mal nützlich, hat sogar mal getroffen. Kann sich aber gut bewegen, ne? Okay, so Schlangen. Die können ja auch sehr schnell sein, ne? Bin ich nicht so der Schlangenfan, ehrlich gesagt. Boah, ich glaube hier die Lebenstränke, die sind ganz schön nutzlos mittlerweile geworden, ne? Ja, ich kann die ganz einfach dann abwehren. Ich muss nur aufpassen, dass ich von der Medusa denn nicht über einen Haufen gerannt werde. Ah! Das ging mal schnell. Gut, das war doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Kommt wegen meiner Tränen. Welch ein Witz. Ha! Hä? Wie? Krieg ich keine Träne? Was soll das denn jetzt? Ich kann nicht eine einzige Träne finden. Ja, aber deswegen bin ich doch hingegangen. Lass uns nach Stadt zurückkehren. Ja, müssen wir es irgendwie anders lösen, ne? Aua! Was ist? Ich fürchte, die Medusa hat mich gebissen. Okay. Wer von ihr gebissen wird, wird selbst zur Medusa. Hä? Okay. Das muss aber in dem Universum besonders sein, weil ich meine, in der originalen griechischen Mythologie kann man nur versteinert werden. Aber das ist ja eher, was so Vampire angeht, ne? Dass wenn man gebissen wird, man selbst ein Vampir wird. Ich werde mich gleich in eine Medusa verwandeln. Ach nee, ich will nicht gegen die kämpfen.
Die hat zwar jetzt nicht so toll geworfen, aber es ist jetzt kein Grund. Bitte, nimm meine Tränen und rette meinen Bruder. Kann ich. Ich werde ein Monster sein. Den Verstand verlieren. Menschen verletzen. Da verwandelt sie sich sogar schon. Bitte, bevor ich meine Gefühle verliere, bring meine Träne zu Lester. Sag ihm, dass ich ihn liebe. Bitte. Ach, hey, das ist ja kein schönes Schicksal, würde ich sagen, wenn man das sogar noch so mitkriegt. Bitte. Habe ich jetzt wirklich die Träne im Gepäck? Oder muss ich noch irgendwas machen? Klingt jetzt blöd, aber... Oh. Okay. Ha! Uncool. Nicht cool. Kann ich die vielleicht... Oh! Kann man ja wirklich töten. Tut mir leid, Amanda, aber ich hatte keine Wahl. Naja, so gesehen. Achso, ich sollte die auch wirklich umboxen, sage ich mal. Aber andererseits ist es natürlich, denke ich mal, auch ein schöneres Schicksal für sie dann in dem Fall, ne? Also, das hätte ich zumindest gewollt, sage ich mal. Nimmst du deinen Dodo mit? Ja, ich weiß zwar immer noch nicht genau, wofür ich ihn brauche, aber ist mal erstmal besser, wenn ich ihn dabei habe. So, mal gucken, was ich jetzt ausrüste. Hier nochmal 2 Lebenswasser. Wobei, in Jad werde ich mich, glaube ich, erstmal hinlegen. Wenn ich nochmal voll geheilt werde. Voll die Magiepunkte. Ich glaube, ich sollte in Zukunft eher drauf setzen, dass ich mehr Magiepunkte habe, dass ich den Lebensheilung machen kann. Ich glaube, das ist auf längere Sicht, denke ich mal, effektiver. Aber ich bin mir nicht sicher. Wo ging es denn hier nochmal hoch? War das hier irgendwo? Muss ja, ne? Toll. Tolle Attacke, aber genau dran vorbei. Ich stelle mir das gerade so schön vor. Mit dem Schwert, man sieht den Gegner, man stürmt an, läuft genau vorbei. Die Monster gucken sich nur um und denken sich so, ja, was sollte das? Komm mal her, Erfahrungspunkte kann ich immer gebrauchen. Ah, gut. So, ich glaube, Wille war das, ne? Mit den Mana-Punkten. Dann wollen wir die mal steigern. So. Ja, noch mehr? Ich habe übrigens noch eine kleine Ankündigung nebenbei. Ich weiß nicht, ob ich das hundertprozentig in die Wirklichkeit umsetzen kann. Und zwar werde ich mal versuchen, Ende des Monats eventuell meinen ersten Livestream zu starten. Und zwar habe ich mir dafür Lufia ausgesucht. Das habe ich mir ja beim letzten Monat die Big Box gegönnt mit allen drum und dran. Ich kenne das Spiel gar nicht. Ich weiß nur, dass es halt ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen ist. Und ich habe halt Lust, das mal anzuzocken. Und mit den Let's Plays, das ist eine interessante Geschichte. Und zwar habe ich momentan nur 3000er DSL. Was natürlich jetzt nicht unbedingt das schnellste ist, würde ich sagen. Und deswegen ging das mit dem Stream natürlich immer nicht, weil da braucht man natürlich eine gewisse Geschwindigkeit. Das hatte ich ja auch im letzten Pickup-Video so ein bisschen angesprochen. Auch dass, ja, die Telekom sich also etwas, ja, sag ich mal, war etwas komisch. Sie hat mir einen 6000er DSL angeboten, wenn ich denn das T-Entertain dazu nehme. Aber nach meiner Logik ist es denn ja so, dass wenn ja auch das Fernsehen über die
DSL-Leitung läuft, ich im Endeffekt dann wahrscheinlich teilweise weniger Ressourcen über habe, als ich dann quasi nur mit der 3000er, deswegen habe ich das damals gelassen. Ich kaufe mal nebenbei ein und sowas, also nichts Spannendes. Ja, auf jeden Fall, ach, dass die DeepSalve 2 hört mich wahrscheinlich besser, nehme ich mal fast an. Auf jeden Fall hat mich denn einer meiner Zuschauer, der Stiefel, angeschrieben, mit dem ich auch schon länger folge auf YouTube und so, kann ich euch sehr empfehlen. Guck mal bei dem jungen Mann vorbei, hat einen epischen Bart und sehr schöne Let's Plays. Wenn ich dran denke, hau ich euch auf jeden Fall unten mal den Link rein. Und zwar kannte der wen, der bei der Telekom arbeitet und hat mich kurz angeschrieben, ob er da mal nachhorchen soll, ob er da was machen könnte. War so, ja klar, sicher. Alles ist besser als was ich jetzt habe. Wenn er da Connections hat, gerne, immer her damit. Ja, und hat er mich nur kurz angeschrieben bei Twitter. Und ich habe ihm meine Nummer gegeben. Und ja, wie 3, 4 Stunden später hatte ich die Auftragsbestätigung, dass am 25. Mai meine Internetleitung auf mindestens 6000er DSL, mit etwas Glück vielleicht sogar 10000er DSL umgestellt wird, ohne Zusatzkosten, einfach so. Und da war ich echt baff, muss ich sagen. Also das ist schon echt übel. Und wenn das klappt, dann kann ich natürlich auch einen Livestream machen und das wollte ich dann vielleicht am Ende des Monats irgendwann mal probieren. Wenn ihr mal Bock habt, ich werde das, wenn auf Twitter, 1, 2 Tage im Voraus ankündigen und natürlich erstmal einen Testlauf machen und so weiter. Da wird es wahrscheinlich noch viel schief gehen, weil ich mich nicht so wirklich damit auskenne. Okay, da kann ich noch nicht vorbei. Da muss ich wahrscheinlich nicht später durch. Das wird wahrscheinlich sehr chaotisch werden, aber wenn ihr Bock habt, Lufia habe ich mir mal so angedacht, oder wenn ihr mal einen anderen Wunsch habt, dann könnt ihr euch natürlich auch äußern. Allgemein, wenn ihr mich kontaktieren wollt, benutzt bitte nicht das YouTube-Nachrichtensystem. Da gucke ich irgendwie nicht so wirklich rein, denn man kriegt auch keine Benachrichtigung, wenn da eine neue Nachricht angekommen ist oder ähnliches. Wenn ihr irgendwas von mir möchtet, ist am besten eine Twitter-Direktnachricht oder irgendwie hier per Twitter anschreiben, da kriegt man ja diese Notifications. Oder alternativ bei Facebook. Ich habe jetzt leider keine eigene Facebook-Seite oder ähnliches. Aber das wären so die besten Möglichkeiten, wenn ihr mich mal erreichen wollt. So, genug gelabert. Ab zu dem Spiel. Mal gucken. Ne, obwohl, jetzt habe ich mich geheilt. Ja, hier soll doch hier eigentlich hier der, wie hieß er? Davios? Irgendwie sowas. Der Obermufti hier halt sein. Ha. Ich hab doch jetzt die Träne. Der war doch hier drin. Oder nicht? Ich check mal hier, wie üblich, mal nach Geheimgängen. Hey. Muss ich hier jetzt nicht hin? Ich hab doch die Träne, oder nicht? Ah, warte. Ich bin ja auch doof, ne? Da ist die Träne. Muss die Träne wahrscheinlich hier auf den Vogel anwenden, damit mit der Bruder wieder erscheint. Panda verwendet Amandas Tränen. Ah, da ist er wieder. Lester wird von Davias Fluch erlöst. Lester? Danke, Panda. Es fällt mir schwer, dir zu sagen, Amanda hat sich für dich und alle geopfert. Für mich? Oh, Amanda. Wirst du mir helfen, meine Schwester zu rächen? Ja, Lester. Danke. Gehen wir, Panda. Das mag ich an diesen alten Spielen. Nicht viel Cutscene hin und her, keine Ahnung, was für was. Einfach, willst du mir helfen? Ja, alles klar. Ein Geheimton? Ton? Ton? Geheimton? Genau. Geheimtür, oder? Ein Geheimton? Geheimton? Da komme ich jetzt gerade echt nicht drüber hinweg. Bin jetzt vielleicht pingelig oder?
Okay, Flammen sind böse. Also, wer hier so Dämonen im Keller hat, der kann ja noch böse sein. Ja, ich sehe gerade, man soll jetzt nicht schlecht über quasi Tote reden, aber der Bruder ist genauso treffsicher mit seinen Pfeilen wie seine Schwester mit den Dolchen. Wem sieht die Form hier komisch aus? Huch. Was macht er jetzt? Hat er mich gerade getreten? Was dieses Teufel macht, weniger Schaden als ich dachte, ehrlich gesagt. Huch, wo ist der Schatten hin? Ach, die können sich auch so für Kurzzeit quasi verschwinden lassen. Das hatte ich gar nicht so trüb wieder. Na ja, gut. Gegner sehe ich ja trotzdem. Also ein Trübeffekt finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Schlimm meine ich. Verkehrt natürlich nicht so, das sagt man ja eher so von wegen, ach ja, das ist nicht verkehrt im Sinne von gut. Magietrank gefunden. Ach, da war eine Schatzkiste, ich dachte schon, hä? So. Verschlossen. Ja, dafür haben wir ja zum Glück genug Schlüssel eingepackt. Nehmen wir hier mal, wo noch zwei im Schlüsselbund sind. Ah! Die erinnern mich hier aber ehrlich gesagt hier eher an Zelda, ne? Vom Design her. Ach, ich glaube, in den alten Final Fantasies war das doch auch das Modell für irgendwelche Magier oder irgendwie sowas. Ich mach mal den Lebenszauber, weil irgendwie. Also die Feuerbälle hauen ganz schön rein, ordentlich bei denen. Ja, komm. Verschlossen. Muss ich wieder wechseln. Da, hier Schlüssel. Ach, dann kann ich auch die Schatztruhe. Dann habe ich ja wieder einen Platz offen. Ein Eis. Kann ich jetzt auch hier für die normalen Sachen hier die normalen Lebenstränke hier aufbrauchen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Ach, gegen die Feuerdinger hilft bestimmt hier. Ich probiere mal hier einen Eiszauber. Ups. Ja. Zack. Hätte mich auch gewundert, wenn gegen die Flamme nicht der Eiszauber wirkt, ne? Also wäre auch sonst sehr unlogisch gewesen. So. Ja, ho, wo ist hier wohl eine Geheimtür? Also, den Konstrukteur hier dieses Schlosses würde ich ja gerne mal treffen. Also, das ist ja wohl eindeutig. So, Pickel. Pickel 5. Da. Die brauchen wir am besten zuerst auf. Ja, ist die schon wieder? Die mag ich nicht, komm. Ha, ein Thronraum. Warte. Ha! Okay, das ist das Shortcut. Gut, okay. Hä? Waren hier gerade nicht nur ein dieser Blobs? Aber ich bin stolz auf mich. Ich erkenne mal ohne Karte was wieder und weiß, dass ich da schon war. Das ist nicht selbstverständlich bei mir. Ja, so langsam aber sicher kommen wir zum Boss auf jeden Fall. So, Lebensmagie. Zauber sind doof. Oh. Also mit dieser Sturmattacke, da werde ich nicht so ganz warm mit. Also die ist cool, aber ich bin immer zu doof, die auszuführen. Wie heißt das so schön? Es liegt nicht an ihr, es liegt an mir. Ich guck erstmal, was hier noch ist. Okay. Ich gehe hier mal runter. Zweifel sind die fiesen Fiesdinge ja immer unten. Okay. Muss ja wahrscheinlich irgendeine Kombination ablaufen, oder? Gucken, was hier ist. Boah. Ich bin auch König des fälschlicherweise Auslösens, ne?
Die hauen echt rein hier. Aber ich habe hier auch Mana-Tränke. In der Hoffnung, dass ich vielleicht jetzt auch mal zwischendurch noch ein Level abkriege. So, ganz schön groß hier. Der Dungeon. Hätte ich ja nicht gedacht. Hä, war ich hier nicht schon? Das kommt mir doch hier irgendwie bekannt vor. Mit diesem komischen Muster. Da habe ich mich doch gerade erst danach gefragt, ne? Ja, ich glaube, wir laufen hier im Kreis. Kann das sein? Ja, komm her. Ja, ja. Gut. Dann laufen wir im Kreis, dann muss ich wahrscheinlich woanders abbiegen. Dann muss ich doch da nicht die Treppe runter, sondern weiterlaufen. Oder ich habe mal wieder irgendeinen Geheimgang verpatzt. Das kann natürlich auch durchaus sein. Och nö, der hat doch auch schon aufgeschlossen. So, genau, das hier war das erste Mal, wo ich den Zauberern begegnet bin. Mein Gott, richtiges Deutsch ist schon schwer. So. Ah, mein Level-Up-Poker war richtig. So, was machen wir? Ich habe ja gesagt, dass ich hier ein bisschen mehr in Reife und Villa auf jeden Fall will. Ein Kristall, okay. Ach stimmt, die konnte man, glaube ich, teuer verkaufen, ne? So, hier die beiden Blobs mit der, da geht's wieder zurück. Tüdelülü. Boah, hab ich das jetzt gekonnt. Alles ausgewichen. So, dann würde es, denke ich mal, hier weitergehen, ne? Muss es zumindest theoretisch. Piu, piu. Piu, piu. Ich schätze mal, die Dinger in der Mitte darf ich nicht reinlaufen. Das sieht zumindest irgendwie so aus. Oh komm, ich hab dir doch voll getroffen hier. So, komm her. Okay. Hier muss ich doch bestimmt irgendwas verschieben oder so, oder? Hm. Oder muss ich hier wieder, Es sind noch eindeutig hier Schalter, oder? Nicht, dass ich hier wieder mit den Schneemännern hier rummachen muss. Ich schätze mal, das wird da noch nicht vorbei sein. Probier einfach mal rum, ne? Hm. Okay. Kann ich mir irgendwo durchhacken? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich muss hier doch bestimmt irgendwas machen. Das sieht so verdächtig aus. Hier ist so ein komischer Zaun. Hm. Ich check mal die anderen Räume hier mal nach Geheimgängen ab. Was machen die Dinger da in der Mitte? Das würde mich mal interessieren. Ich erledige mal die Gegner hier, dass ich da relativ, ich sag mal, sicher in Anführungsstrichen reinrennen kann. Okay, es macht anscheinend nichts. Was ist das denn? Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet.
nein. Jetzt muss ich theoretisch das alles nochmal neu spielen. Gut. Jetzt sehe ich aber, wir sind mit 25 Minuten eher am Ende der Folge. Dann werde ich mich dann nochmal bis dahin durchspielen. Ich hätte abspeichern sollen zwischendurch. Egal. Trotzdem des unrühmlichen Endes. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Und dann fangen wir da wieder an. Danke fürs Reinschauen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.